Willkommen aus München mit dem Stargate 2 von Cat. Cat Sound ist eine Firma, die unter anderem Tablets herstellt. Und wir sehen können, ich habe im Hintergrund auch den Tablet PC 4X, der basically die gleichen technischen Daten hat. Hier steht er nochmal mit 8 Zoll allerdings, 1024x768 Pixel Auflösung, 1,2 GHz Prozessor mit 2 Kernen, 1 GB RAM und dem neuesten Android 4.1 hier installiert. Und wir sehen können, ich habe gerade noch ein Spiel runtergeladen, damit ich euch das Tablet auch wirklich schön vorführen kann. Was eigentlich, wir sehen können, völlig flüssig läuft hier unter dem neuesten Android, hier auch mit dem Basic Android-Programm vorinstalliert, wie zum Beispiel Aldico, E-Reader, auch noch ein ES-File Explorer wurde draufgepackt, Facebook, Twitter findet ihr auf der nächsten Seite zum Beispiel, YouTube, Skype, alles vorinstalliert, also sehr schön, man kann es gleich out of the box praktisch benutzen. Ich gehe jetzt hier mal kurz in die Einstellungen rein. Und dann kann ich hier euch einfach links zeigen, About the Tablet 411 von Cat, wirklich hier installiert. Wirklich ein schönes Gerät, was ich jetzt euch nochmal kurz außenrum hier einmal vorführen kann, denn wir haben einen Micro-SD-Kartenleser, damit man die 8 GB erweitern kann. Bei dem haben wir übrigens 16, die man erweitern kann. Auf der linken Seite haben wir einen Kopfhöreranschluss, oben dann einen Lautstärkeregler und einen An- und Ausschalter. Und auf der anderen Seite haben wir hier Micro-USB, HDMI, Strom und das war es auch schon. Von den Anschlüssen an dem Gerät Micro-USB haben wir in jedem Cat-Tablet, was ich jetzt bekommen habe, bisher ein OTG-Kabel mit dabei. Heißt, ihr könnt auch externe USB-Sticks anschließen, externe Festplatten mit extra Strom sollten auch funktionieren, denke ich mal, aber da muss das entsprechende Filesystem auch drauf sein. Auf der Rückseite haben wir einen Lautsprecher und eine Kamera, die ich gleich mal demonstrieren werde. Erwartet aber nicht zu viel davon, denn das ist natürlich ein sehr günstiges Gerät. Aber hier könnt ihr schon mal sehen, eigentlich recht flüssig, zieht ein bisschen nach die Kamera, aber ansonsten auch der Weitwinkel stimmt nicht so ganz. Aber das Display von diesen Cat Tablets ist auch wunderschön. Ihr könnt sehen, IPS heißt, von jeder Seite lässt sich das hier wunderbar betrachten. Gefällt mir persönlich perfekt. Und dann, wenn wir auch noch die Frontkamera anschauen, dann seht ihr hier auch VGA-Auflösung ein bisschen schlechter natürlich oder relativ schlecht, wobei hier noch eine Folie vorne drauf ist, die jetzt nicht abmachen werde. Aber für Basic Skype-Konversationen sollte das auf jeden Fall genügen. So, Android kennt ihr an sich schon hier mit den Standardtasten und wir haben ja noch ein bisschen Settings mit dabei, heißt, ihr kommt sofort in die System Settings rein, ihr könnt den Hintergrund ändern und ihr könnt sofort auch die Apps, die installiert sind, managen, was natürlich sehr praktisch als kleinen Shortcut. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, eine WLAN-Verbindung, gerade 97% Akkulaufzeit. Ich kann hier die Nachrichten einfach löschen und ich komme hier auch nochmal in die Einstellungen, wobei ihr euch nicht wundern solltet, dass hier 3G steht. Das ist kein 3G-Gerät, könnte aber natürlich bei zukünftigen Versionen von Cat bei anderen Tablets auch möglich sein. Wie ihr bei dem 8 Zoll Gerät seht, habe ich noch eine praktische Hülle mit dabei. Die haben wir euch im Unboxing-Video, glaube ich, schon gezeigt. Und hier könnte ich auch die Bildschirmhelligkeit ändern, was schon der erste Nachteil ist an dem Tablet. Wir haben keine automatische Bildschirmhelligkeitssteuerung, aber an sich, man kommt ja auch blind hier recht schnell hin. Indem man hier zwei Tasten drückt, ist man ja schon gleich da. Und hier könnte ich auch noch einstellen, welche Lautstärke das ganze Gerät funktionieren soll. Gehen wir mal in den Browser, dann kann ich euch den kurz hier zeigen, wie die Tastatur ausschaut und dann schauen wir uns noch ein bisschen ein Spiel an und dann sind wir sozusagen auch schon fertig mit dem Test des Produktes, denn im alltäglichen Einsatz müsst ihr natürlich euren eigenen Apps damit mal verwenden, aber ihr seht, das funktioniert wunderbar. Ich kann es auch mal flippen, als 7 Zoll Gerät auch sehr gut einsetzbar. Hallo, wie geht's? Schön schnell, also das kann man hier entsprechend angenehm tippen und wie ihr gemerkt habt, das flippt auch oder dreht auch sehr angenehm schnell. Hier sind die letzten Programme, die ich offen hatte, die kann man so auch ganz einfach wieder schließen, die anderen kann ich offen lassen und dann gehe ich jetzt hier mal einfach kurz in das Game Jetpack Joyride rein, was auch schön schnell laden sollte, denn wir haben hier 1 GB RAM, was auch ungewöhnlich ist bei günstigen Geräten aus China zum Beispiel. Da ist Cat natürlich vorne mit dabei. Ihr seht, hat auch schnell geladen und wir können gleich mit diesem schönen Spiel loslegen, was übrigens kostenlos ist auf jeder Plattform, die ich kenne, wo es verfügbar ist. Ähnlich von den Machern des Spiels Ninja Fruit Ninja. Genau, und ja, ihr seht, das läuft flüssig ohne Probleme mit schicken Animationen, auch der Sound entsprechend gut.
hört sich nicht wirklich Mono an und ich kann den Sound noch nicht mal wirklich verdecken hier auf der Rückseite. Ich bin jetzt absichtlich gestorben. Also eigentlich ein sehr schickes Tablet, was ich durchaus auch zum Kauf empfehlen kann, weil der Preis auch meistens recht gut liegt. Ihr habt verschiedene Fenster hier oder Homescreens, die ihr einstellen könnt. Ihr könnt auch einfach lange drauf bleiben, Wallpaper auswählen, Live-Wallpaper und auch natürlich Widgets, wenn ihr wollt, könnt ihr draufladen. Ich glaube, wenn ihr, wo muss ich jetzt da hinklicken, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Normalerweise kann man hier auch ganz einfach Widgets genau draufladen, indem hier oben auf Widgets geht und dann kann ich hier auch den Kalender hier zum Beispiel hinsetzen oder auf der nächsten Seite sagen, hier möchte ich den Kalender hinhaben und dann ist der auch schon gleich da, wenn man noch einen entsprechenden Account dazu hinterlegt, dass es auch synchronisiert wird über Google oder ihr holt euch natürlich andere Apps und löschen kann man alles hier oben. Genau. Und ja, mehr brauche ich euch, glaube ich, gar nicht zeigen. Zu dem Tablet ist es ein schickes Gerät, was auch HD-Videos abspielen kann auf YouTube. Das zeige ich euch jetzt mal nicht, weil ich jetzt gleich zum Flughafen muss und entsprechend wenig Zeit habe, aber ihr könnt es mir glauben, das ist ein schickes Ding. Metallrückseite fühlt sich auch noch sehr gut an und bei dem Tablet PC 4X, das kann ich euch noch kurz zeigen, wenn es eh hier eigentlich der Test für beide gilt. Ich hole es mal kurz aus der Hülle raus. Hopp. Auch schöne Metallrückseite, hier in schwarz. Und anschlussmäßig eigentlich genau das gleiche, wobei der MicroSD dann hier liegt. Ich habe es auch probiert, beide über Micro-USB zu laden, klappt nicht. Ihr braucht tatsächlich diesen normalen Adapter hier oder dieses normale Ladegerät, was Cat mitliefert, aber auch halb so wild, denn das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ist so ähnlich wie bei den guten alten Nokia-Zeiten, was die Größe angeht. Und auch hier liegt dieses OTG-Kabel mit dabei, heißt, ihr könnt externe USB-Sticks wunderbar verwenden. So, nochmal, mein Name ist Balázs Gál, das waren hier die Tablet PC 4X und das Stargate 2 sozusagen in einem ersten Test. Und zu dem ganz großen 9,7 Zoll, was ich euch auch schon ausgepackt habe, werdet ihr dann noch ein etwas ausführlicheres finden. Und dann bis dahin entsprechend vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst natürlich nicht, unseren Channel zu abonnieren.